Gregor! Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Jugendfeuerwehr Laatzen Online-Dienste. Heute erzählen wir euch etwas zum GWMS. Wie ihr im letzten Video schon gesehen habt, hat Yannick euch sehr viel gezeigt, was den GWG angeht. Zusätzlich zum GWG wird bei Gefahrguteinsätzen noch der GWMS alarmiert. Wenn ihr euch das Video zum GWG nochmal angucken wollt, klickt da. Was ist die Aufgabe des GWMS? Wir müssen natürlich gucken, wir können nicht zu einem Einsatz hinfahren und nicht wissen, was da passiert. Das heißt, wenn da ein Gefahrstoff austritt, müssten wir schon ungefähr einschätzen können, was es ist. Ist es ein Gas? Ist es vielleicht eine Flüssigkeit, die irgendwo ausgelaufen ist? Oder irgendwas Biologisches, was irgendwo rumliegt? Oder ein atomarer Strahler? Oder. Dieses Ganze müssen wir irgendwie feststellen, damit wir dann die richtigen Maßnahmen ergreifen können. Zum Beispiel, wie Yannick schon erklärt hat, die richtige Wanne auswählen, denen das richtige Behältnis irgendwo hinstellen und beim Pumpen darauf achten, dass keine Funken gezogen werden. Mit dem GWMS haben wir die Möglichkeit herauszufinden, was für einen Stoff wir vor uns haben und welche nächsten Schritte wir ergreifen müssen. Auf dem GWMS können in Summe drei Leute sitzen. Einmal der Maschinisten, der das Auto fährt, dann der Gruppenführer ABC Messen mit seiner tollen Weste hier und ein Messtruppmann, der dann nachher unsere PC-Technik bedient. Das heißt, er trägt nachher Sachen in verschiedene Tabellen ein, recherchiert Stoffe und guckt auch zum Teil unsere Einsatzleitsoftware EDP. Wie ihr seht, ist man ganz schön beengt hier im GWMS. Man hat hier zwei verschiedene Regalreihen, einmal links, einmal rechts. Und damit das Ganze auch ordentlich sortiert ist, haben wir hier verschiedene Koffer drin. Ich klappe euch mal hier welche raus. Und dann seht ihr schon, die kann man hier einzeln rausnehmen. Und jeder Koffer beinhaltet eine bestimmte Sache, die wir brauchen bei unseren Messeinsätzen. Wir haben ja auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel auf der rechten Seite versteckt ein paar Chemikalien-Schutzanzüge, die Holger jetzt letztens anhatte, mit einem passenden Helm dazu. Hier oben noch eine Lampe für den Einsatz, für den Einsatzort auf jeden Fall und hier ein paar Verkehrsleitkegel. Auf ein paar andere Sachen gehen wir jetzt gleich im Weiteren ein. Ich habe ja eben schon gesagt, dass der GWMS etwas beengt ist. Deswegen habe ich mich mal hier draußen an diesen Tisch begeben mit einem coolen Klappstuhl, das übrigens auch alles auf dem GWMS verstaut ist. Wir haben verschiedene Messgeräte auf dem GWMS. So heißt er ja auch nun mal logischerweise. Ich fange mal an mit einem kleineren Gerät, das Auer Altair 4 nennt sich das bei uns, oder vielmehr nicht nur bei uns, bei allen möglichen, die das Gerät haben. Mit dem können wir verschiedene Gase aufspüren. Dieses Gerät ist das kleinere von der Baureihe, die wir haben. Und von diesem hier haben wir sehr, sehr viele, nämlich auf jedem Löschfahrzeug einen. Das nutzen wir zum Beispiel dafür, wenn wir in eine Wohnung gehen und nicht sicher sind, ob da irgendwie zu viel CO2, Kohlenmonoxid oder ähnliches ist. Das ist also eine reine Absicherung für uns. Das hier ist das etwas größere Gerät, ein Auer Altair 5X. Damit können wir ein etwas breiteres Spektrum an verschiedenen Gasen messen. Es ist etwas sensibler als das Auer Altair 4 und ist genauso auch da, um Gase aufzuspüren und dementsprechend zu warnen, wenn eine bestimmte Warnschwelle überschritten wird. Das hier ist unser Tiger Pit, mit dem können wir die Konzentration von Stoffen in der Umgebungsluft genauer messen. Er saugt über eine Pumpe hier vorne das Gas oder ähnliches an. Und da drin ist ein gewisses Licht, das regt die Duftstoffe, die in der Luft sind, an oder diese kleinen Teilchen, die in der Luft sind, an und er erkennt dann eine gewisse Konzentration. Er sagt uns nicht, was genau wir für einen Stoff haben, aber er sagt uns zumindest, dass eine höhere Konzentration da ist als normal und warnt uns dann entsprechend über die Lampen hier oben und natürlich über das Textfeld. Das werden wir euch gleich aber auch nochmal zeigen. Hier haben wir einen von unseren drei Messkoffern. Diese Messkoffer geben wir den Messtrupps mit. Also wir haben jetzt hier auf dem Fahrzeug rein theoretisch die Möglichkeit, drei Messtrupps auszustatten. Ich habe ja eben schon erzählt, dass wir diese Geräte, diese drei digitalen da, das Tiger und die beiden Auer Altair Geräte, dafür nutzen können, Konzentrationen festzustellen. Das heißt aber noch nicht, dass wir wissen, was für einen Stoff wir da haben. Dafür haben wir jetzt hier diese Gastec-Spürpumpe und dasselbe Fabrikat nochmal von der Firma Dräger. Da können wir vorne an die Anschlüsse, einmal hier und einmal hier, Prüfröhrchen anschließen. Diese Prüfröhrchen sehen so aus. Das hier ist zum Beispiel Mistgrade Methylalkohol oder damit können wir Methylalkohol beweisen, dass es in der Luft ist. Diese Röhrchen sind so lang und dünn und werden dann nachher, nachdem sie vorbereitet werden, einmal hier vorne in die Pumpe eingesteckt und dann nachdem eingesteckt wurden, kann man das dann aufspannen und einmal hier vorne auslösen.
Nachdem ich den Auslöser betätigt habe, zieht die Pumpe die Luft durch das Röhrchen und wir können erkennen, ob der Stoff da drin ist oder nicht, indem diese farbliche Skala hier auf dem Röhrchen umschlägt. Also hier ist so ein Zeug drin, was halt mit den entsprechenden Stoffen reagiert, die hier vorne draufstehen. Anhand der Stärke des Umschlags können wir auch erkennen, wie hoch die Konzentration nochmal ist. Also nochmal eine Doppelabsicherung zu den digitalen Geräten, die wir gerade eben schon hatten. Wenn wir jetzt mit diesen Röhrchen einen Stoff festgestellt haben, können wir auch genau gucken in diesen Ordnern hier, zum Beispiel dem Hommel, was wir dann zu tun haben. Also darin gibt es einen Gefahrendiamanten, der uns dann sagt, was wir mit Stoffen, die diese Konzentration haben, zu tun haben. Dürfen wir es mit Wasser löschen, dürfen wir es nicht mit Wasser löschen, müssen wir irgendwelche besonderen Sachen berücksichtigen oder Ähnliches. Um genau herauszufinden, was für ein Stoff das ist, reicht es natürlich nicht, einfach nur mehrere Röhrchen durchzupumpen, sondern wir müssen schon genau gucken, in welche Richtung entwickelt sich diese Farbausschläge hier. Jetzt zeige ich euch mal ganz kurz, wie man diese Pumpe richtig benutzt. Ich habe jetzt hier das Röhrchen vorne und hinten aufgeschnitten, habe es in die Pumpe eingeführt und habe in der Pumpe ein Vakuum erzeugt. Das heißt, sobald ich diesen Auslöser hier betätige, zieht die Pumpe Luft hier vorne durch und erzeugt dann hoffentlich hier vorne einen Umschlag und wir können einen gewissen Stoff feststellen. Um das jetzt mal auszuprobieren, haben wir jetzt hier einen Benzinkanister genommen und hoffen mal, dass im Röhrchen eine Reaktion ist, die ihr nachher auch sehen könnt. Ich habe jetzt auf den Knopf gedrückt und die Pumpe zieht jetzt gerade die Luft ein und irgendwann schlägt hier hinten ein Flow-Finish-Indicator um und wir können sehen, dass der Vorgang abgeschlossen ist. So, wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt hier einmal ein originales Röhrchen und einmal ein Röhrchen nach der Benutzung. Das, was wir gerade benutzt haben, um am Kanister zu messen. Ihr seht jetzt hier schon, die Farbe ist von einem Orange in einen grünlich-blau oder grünlich-weiß umgeschlagen. Und ihr seht, hier ist eine Skala drauf. Diese Skala haben wir deutlich überschritten. Das heißt, wir hätten deutlich weniger Luft einziehen sollen, als wir jetzt im Endeffekt haben. Wir haben jetzt hier einmal unser Tiger Pit angemacht. Und damit ihr mal hört, wie die Pumpe läuft, halte ich es mal an mein Mikrofon. Jetzt habe ich hier für dieses Tiger Pit, damit ihr einmal seht, wie das aussieht, wenn es auslöst, einen Tiger Check Stift, den wir extra dafür haben. Ich mache den Stift einmal auf und jetzt kann ich hier vorne einmal versuchen, die Konzentration zu messen. Und guckt mal auf das Display, da müsste jetzt nach und nach der Wert höher gehen. Ihr seht schon, es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und das Gerät löst aus und meldet uns ein Überschreiten einer bestimmten Schwelle. Vielen Dank, dass ihr das heutige Video geguckt habt. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir unser Jugendfeuerwehr-Ladsen-Online-Dienst anmachen. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche Wünsche, die wir euch erfüllen können, schreibt es bitte unten in die Kommentare. Wir versuchen das in schnellstmöglich umzusetzen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.